Partyschlagersänger Willi Herren hat in dieser Woche die Kündigung seines Vertrages mit dem Mallorca-Auftrittsort Megapark bekommen. Seit 15 Jahren gehört Herren zum festen Inventar des Ballermanns auf Mallorca. Ist damit jetzt Schluss? Herren habe sich wohl nicht an die geschlossenen Verträge gehalten und habe zwei Auftrittstermine nicht wahrgenommen. Somit schließen sich die Bühnentore für den kölschen Allrounder Herren. Willi Herren selbst kommentierte dies, dass er sich aufgrund einer Operation im Krankenhaus befand und lediglich aufgrund von Krankheit diese zwei Termine nicht wahrnehmen konnte. Wie es jetzt weitergeht, das steht wohl noch in den Sternen am Ballermann-Himmel. Fakt ist, keine gute Woche für Herren. Erst vor wenigen Tagen trennte sich Freundin Jasmin von ihm. Aber Kopf hoch, Willi, ein richtig kölschen Jung, wirft so schnell nichts um. Er ist ein Stehaufmännchen, ein Kämpfer, ne echt kölsche Jung. Hier ist für euch